Avatar, der Herr der Elemente. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Jetzt, wo ich Mario Kart erstmal beiseite geschoben habe. Ja, Deutsch ist in Ordnung. Jetzt, wo ich Mario Kart erstmal beiseite geschoben habe, dachte ich mir, es ist eine Zeit für ein neues Random. Noch nie. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe das noch nie gespielt. Keine Ahnung. Total blind. Avatar, wer kennt die nicht? Die Anime-Serie. Das Anime-Serie, die Cartoon-Serie, ja. Ich weiß das nicht, aber okay, Anime ist es schon. Mal sehen, wie weit dieses Spiel führt. Ob es durch das gesamte Game oder durch die gesamten Kapitel führt, weil es gibt ja 4 oder 5 oder so. Und mal gucken. Das GBA-Spiel, ja. Wir spielen Aang, den Avatar. Aber mein Speicher nenne ich natürlich ganz anders. So, bin ich super mit zufrieden. So. Aang, der Avatar, meditiert und atmet die frische Morgenluft des Nordpols. Er konzentriert seine Gedanken auf wichtige Avatar-Angelegenheiten. Er hat nur noch eine Sache im Kopf. Wir sehen uns, Kumpel. Ich gehe mit Katara Pinguinschlitten fahren. Alles da. Auf B hau ich. Bam, bam, bam. Geil. Was ist das? Zockers Keule, ich sollte sie besser liegen lassen. Er mag es nicht, wenn man seine Sachen anfasst. Ja, ich will auch Zockers Keule nicht anfassen. Kann ich Momo da runterhauen? Nö. Momo der Lemur. Appa, unser liebes Fliege. Was ist das für überhaupt? Was ist das überhaupt? Irgend so ein Fliegeteil. Vergessen, wie es heißt. Das ist das Fachsprichwort dafür. Alles klar. So, Katara, lass uns Pinguinschlitten fahren. Was ist das? Stelle dich vor einen Speicherstein und drücke A, um ihn zu benutzen. Wenn ein Speicherstein benutzt wird, wird das Team geheilt. Geil. Geil. Speichern wir doch gleich mal. So. Ja, toll. Da ist eine Kiste im Weg. Super. So. Was sind wir überhaupt? Im Nordpol, ne? Ist das irgendwo das Nordpol? Was aber? Ja. Katara, alles klar. Hey, Katara, bist du bereit zum Pinguinschlitten fahren? Tut mir leid, Aang. Jetzt nicht. Der Dorfälteste möchte dich sprechen. Ach, Mann. Ich würde zu gern Pinguinschlitten fahren. Wäre bestimmt lustig. Alles klar, wo ist der Dorfälteste denn? Ist er das da? Aang, ich bin froh, dass du gekommen bist. Hiryu. Oder Hiryu. Hiryu? Klingt scheiße. Hiryu. Hiryu, ein Wasserbändiger, ist vor mehreren Stunden auf die Jagd gegangen und noch nicht zurückgekehrt. Bitte, Aang, kannst du ihn suchen? Keine Sorge, Meister Wai. Ich werde ihn finden. Ja, wo muss ich jetzt lang? Ah, okay. Ich gehe mal da lang. Drücke und halte A, um Kisten zu ergreifen. Benutze Steuerkreuz zum Schieben oder Ziehen. Alles klar. Gut. Lektion 1. Wie schiebe ich eine Kiste? Oh, das sieht aber geil aus hier. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Ah, mein Gott. Wer lässt denn so eine Scheiße einfach? Boah, Alter. Junge. So, alles klar. Kommt nicht lang. Dann fahren wir hier mal runter. Okay. So. Hier muss ich auch noch irgendwas schieben. Ah, nee. Nicht schieben, aber... Wirbel auf dem Boden deuten Bereiche an, bei denen Aang einen Hochsprung machen kann. Stelle ich auf einen Wirbel und drücke Steuerkreuz, um in die Richtung zu springen. Ja, gut, dass ich das noch gelesen habe, bevor ich weg... Gut, dass ich das noch gelesen habe, bevor ich weggedrückt habe, ey. Das heißt, wir können hier wieder runter? Das heißt, wir können echt so einen Hochsprung machen, so... Alles klar. Können wir auch noch da machen? Ne, nur in Wandrichtung, ne? Ja gut, nur in Wandrichtung. Alles klar. Drücke B für einen Luftangriff. Aang kann bis zu 3 Angriffe hintereinander ausführen, wenn B schnell genug gedrückt wird. Alles klar. Oh, ein Hund. Geh weg. Weg mit dir, abscheuliche Kreatur! Get over here! Kaputt gemacht. So, was haben wir hier in den Töpfen? Heilkraut, alles klar. Ach, da oben, links, das Grüne ist meine Gesundheit, das Blaue meine Ausdauer. Und Horn. Schwarzer Schnee? Dieser Wasserschlauch muss hier so gehören. Ach, ein Wasserschlauch ist das. Was da?
Hast du Schlauch bekommen? Ja, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil Peter mir die ganze Zeit schreibt. Von wegen. Aber darüber will ich mal nichts sagen. Meisterweise sollte sich besser ansehen, alles klar. Ach, hier ist. Okay, von hier kamen wir ja. Schwarzer Schnee, Feuernation? Würde ich jetzt mal schätzen. So, schwarzer Schnee, Wasserschlauch. Oh. Feuernation, ne? Ganz klar. So, Meister Wei. Diese Neuigkeiten machen mir Sorgen. Wasserbändiger lassen nicht einfach ihr Wasserschläuche zurück. Sokka wartet im Trainingsbereich. Ich möchte dich nicht länger aufhalten. Ja, dann geh weg. Hinfort mit dir, alter Mann. So, Sokka. Dahin ist er. Alles klar. Sieht aus, als könnte Sokka Hilfe gebrauchen. Ja. Sie ist schwer, alleine kann ich sie nicht verschieben. Ja. Natürlich. Alles klar, dann mal runter hier. Erstmal Sokka helfen. Schlage diese Schalter, um sie zu aktivieren. Bam! Alles klar. Hey Sokka, vielleicht können wir diese Kiste schieben, wenn wir zusammenarbeiten. Ich hatte es fast geschafft. Sokka hat sich nicht mehr angeschlossen. Drück und halte R, um zu Sokka zu wechseln. Während du Sokka steuerst, kannst du B benutzen, um seinen Bumerang werfen zu lassen. Okay. Ja, viel mehr Leben hat er aber auch nicht, ne? Oh, hammergeil. Und Kombis kann er auch nicht machen. Natürlich total schwul. Okay. Ah, nee, hier ist ja so eine... Achso. Das ist eine Wand. Alles klar. So geht das weiter. So, rein da? Kann ich da nicht rein? Anscheinend nicht. Was war das? Ah, nee. Was war das für ein Geräusch? Es klang nicht gut. Gehen wir zurück zum Dorf. Besser ist er, ne? Feuernation. Sag ich doch. Katara. Bringt mir das Mädchen. Wir werden sie benutzen, um den Avatar hervorzulocken. Suko, du Spinner. Oh nein, Katara. Ja, das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Meister Wei, was hast du mir zu sagen? Oder du? Oder du? Lass sie nicht mit Katara entkommen. Katara, okay. Wenn meine Freundin entführt worden wäre, würde ich keine Zeit vergeuden. Beeil dich. Sie ist nicht seine Freundin. Noch nicht. Bad Pokerface. Okay. Ist klar, Appa. Du kommst mit. Schnell, gehen wir zu Appa. Appa Gang am Saal. Den konnte ich mir nicht verknallen, tut mir leid. Speicherstein, yay. Nordpol, jawohl. So, weiter geht das. Ja, was soll man zum Spiel sagen? Bis jetzt ist es ganz normal halt, ne? Oh Gott. Was ist das? Und was mit den Kindern geschehen, die hier gespielt hatten? Dafür haben wir keine Zeit. Alles klar. Nimm das! Nimm das! Das erinnert einen irgendwie an früher. Wo die noch mit Bambusstäben auf die Finger gehauen haben. Das klingt echt so, ohne Spaß. Oh, kaputt. Wie ich jetzt drauf kam, den so kaputt zu machen. Die Kristalle waren auch hinter so Holzdingern. Ich ging jetzt mal krass davon aus, dass man das so machen muss. Naja, good luck, würde ich mal sagen, ne? Auf gut Glück. Ja, wir haben ihn gesiegt. Wir haben gesiegt, Genossen. Das bringe ich mir auch nicht. Das war wirklich mächtiges Feuerbending und seine Panzerung war stärker als Metall. Es muss von der Feuernation gewesen sein. Oh, thank you, Captain Obvious. Gehen wir an. Wir müssen Katara finden. Oh, for sure. Meine Keule. Ich wusste, dass sie hier irgendwo sein müsste. Sokkas Keule bekommen. Drücke A mit Sokka, um die Keule zu schwingen. Ich will nicht Sokkas Keule schwingen. Boah, das braucht ja richtig viel Ausdauer, Alter. Alles klar, der ist wohl für kräftige, naja, Schläge zuständig oder so. Ich weiß es nicht. Bist du bereit, den Nordpol zu verlassen? Ja. Jep, jep.
Ja, ich möchte den Fortschritt speichern. Bei der verzweifelten Suche nach Zeichen von Katara finden Sokka und Aang Zukos Schiff bei einer kleinen Insel. Auf der Insel wimmelt es von Patrouillen der Feuernation, daher beschließen sie, ihren Weg durch den Wald zu Fuß fortzusetzen. Alright, Mr. Fight. We can do that. Ach, okay. Sokka darf also Bäume fällen. Inspirierend. Gut, links. Ne, rechts kommen wir nicht weiter, ne? Ne. Gut, links müssen wir mal weiter. Da haben wir jetzt. Ja. Mal sehen, was haltet ihr mir denn parat? Also da können wir den Wasserbottich weiter schieben. Und dann kommen wir hier lang. So, was hat mir der zu erzählen? Vorhin ist ein Schiff angekommen und Soldaten der Feuernation haben ein wasserbändiger Mädchen von Bord gebracht. Sie werden sie wohl ins Gefängnis gebracht haben. Ja, und wo befindet sich dieses Gefängnis, du Spinner? Gut, hier ist nichts. Hm. Das ist seltsam. Das ist ziemlich seltsam. Noch ein Wasserbord. Aber da müssen wir erstmal den Busch trimmen. Ja, darüber muss ich lachen. Tut mir echt leid. So, was haben wir jetzt noch? Mhm. Ich dachte, man kann jetzt eher so über das Brett springen, aber das war wohl nix. Böses Kind! Bam! Alter Schwede. Kann man da irgendwie rauf oder was? Nee, ne? Ne, sieht nicht danach aus. Schade. Ach, hier ist noch ein... ist das eine Brücke? Nicht unbedingt, aber... Heilkraut brauchen wir eigentlich nicht. Schade, dass man das hier aufsammeln kann. So, das Item wird sich auf jeden Fall lohnen. Bin der Spinner. So. Nein, bist du wohl lieb? Penner. So, da noch einer. Das ist ein Bogenschütze. Aua. Fuck. Die Steuerung ist ein bisschen schwammig, aber es klappt. Nach und nach. Ja, trifft das Sokka, ist mir egal. Was ist das? Was ist das? Das will ich haben. Ich will es haben. Okay, da komme ich wahrscheinlich nachher ran. Oder irgendwie. Wie komme ich da ran? Ach, alles klar. Schalter drücken. Für Anfänger. Druckschalter brauchen unterschiedliche Gewichte zum Aktivieren. Zum Aktivieren, je nach Typ. Holz, Leicht, Steinmittel, Metall, Schwer. Okay. Der eine bei Holz, das jetzt Metall, das jetzt hier Steine hat. Voll Stein. So. Nehmen wir den leichten mal. Und schieben den nach unten. Kriegst du irgendwo einen Weg nach oben? Ich will diese Flasche haben. Dieses Elixier. Nö, gibt wohl keinen Weg nach oben. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Immer auf die Finger! Scheiß Indianer, so. Du auch noch! Bam, bam, bam! Ein nach dem anderen. Bam, bam, bam! Bam! Du hast auch noch nicht genug, oder was? Gibt's hier jetzt noch? Ui. Wenn du Kisten mit Spitzen berührst, wirst du verwundet. Alles klar. Aber, was bringt mir das jetzt? Guck mal, hier ist ein Speicherstein. Ist das Gefängnis, oder? Hallo, bin ich hier richtig im Gefängnis?
Ich muss ja irgendwie so einen Luftstoß bewirken können, oder nicht? Dass ich das so BÄM aufbrechen kann. Wenn ich mich in das Gefängnis nötig von dir schleichen wollte, dann würde ich mich wie ein Soldat anziehen. Ja, das klingt logisch. Aber wie? Es regnet, seit sie das Wasserbändiger Mädchen ins Gefängnis gesteckt haben. Oh. Freut euch mal lieber. Wechseln wenigstens das bei euch. Komm ich auch nicht rein. Oh, guck mal, hier geht's weiter. Ach, hier ist auch so ein Steinbottich mit Stacheln. Das finde ich nicht sehr schön. Hier ist ein... Ah. Drücke mit Zocker A, um diese Hebel zu aktivieren. Zocker musst du sie behalten, damit die Tür aufbleibt. Aha. An kann dann unabhängig gesteuert werden. Drücke A und Zocker näher, damit er wieder loslässt. Okay. Ach so, okay, so. Jetzt muss ich den wieder mitnehmen. Dann können wir den Wasserbottich nämlich verschieben. So. Und da ist ein Feuersoldat. Soldat, der Feuer. Wieder so ein Bogenschütze. Geh weg, du Pisser. Ach, hier kann ich hoch, oder was? Alles klar. Zack. Wenn Aang einen Hochsprung macht, lässt er die anderen Teammitglieder zurück. Oh, so ein Pech. Ach, hier muss ich... Ach so, okay. Wieder so ein verkackter Schwuler. Geh. Sterb. Jetzt aber mal ordentlich, hey. Aber Hashtag. Habe mal ordentlich. Erstmal Heilkraut einsammeln. Aha. Benutze Select, um zwischen den Figuren zu wechseln, wenn die Gruppe aufgeteilt ist. Ach so. Alles klar. Cool. Dann machen wir den Busch mal kleiner. Machen das. Und laufen mal weiter. Select. Den können wir nicht benutzen, aber das kann ich machen. Oh, mein erster Kampf mit Zocker. Wenn das Team aufgeteilt wird, kann zwischen den Figuren nicht gewechselt werden, wenn sich diese in Gefahr befinden. Okay. Boah! Zwei Hits und du bist down? Schwächling. Okay, weiter. Steindruckplatten können aktiviert werden, wenn zwei oder mehr Personen sich draufstellen. Okay. Erstmal hinterherlaufen. Oh mein Gott. Wieso komme ich da jetzt nicht lang? Achso, ich muss mich da erst hochwirbeln oder was? Das sieht hart danach aus. Ja, tatsächlich. Okay, da bringt mir jetzt nichts. Hier kann ich runter. Achso, okay. Oh! Hoppala. Das heißt so, aber so und so weiter geht's. Hier gibt's eine Truhe. Schrift von Luftschuss bekommen. Ah, siehst du? Drücke A, um den Luftschuss mit Aang auszuführen. Benutze den Luftschuss, um Dinge aus Entfernung abzuschießen. Der Luftschuss kann leere Kisten bewegen. Guck, bam, siehst du? Das war das. Alles klar. Jetzt aber die Frage, wie können wir uns als Feuernation-Soldat verkleiden? Verschwinde von hier, Junge! Wir lassen nur Soldaten der Feuernation durch dieses Tor! Ja. Gut. So viel dazu. Wie verkleide ich mich als Feuernation? Ja, vielleicht indem wir da lang einfach gehen. Jetzt, wo wir Luftstoß haben. So. Das wird nix. Das kannst du knicken, oder? Da kann man nur ziehen oder schieben, alles klar.
Nicht richtig in der Arme, wenn ich das jetzt so mache. Ja. Und was bringt uns das jetzt? Fragezeichen. Ey, die halten. Kann ich da noch kämpfen? Anscheinend nicht so richtig. Was wohl da hinten in der Kiste ist? Das wird jetzt schon. Ach, warte. So weit, so gut. Guck mal, so funktioniert doch alles super. Ich kann nicht hoch. Okay. Wir sind hier drei Stellen. Was soll das? Wir sind also drei Luftwandererstellen. Ja, fragt nicht, warum ich das jetzt getan habe. Das war jetzt einfach nur lauter Langeweile. Aber mal gucken, ob das was bringt. Jetzt stirbt endlich mal. Fuck. Das war zu spät. Oh, One Hit. Sucker, du hast ganz schön Bums drauf, Alter. Finde ich gut. Boah, Alter. Eiskalt gesnackt. So geht's hier rein, oder was? Kann er eigentlich die Türen aufbrechen, oder? Nee. Das ist seltsam. Bam! Oh Gott. Nein, 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 das lässt du schön auf die Finger. Immer auf die Finger. Bis er blaue Knöchel hat. Oh ja, da schießt du auch voll drauf. Mein Gott. Komm gefälligst her. Oh. Fick dich. Weiter. Weiter im Text. Ach, hier ist die Kiste, alles klar. Soldatenuniform bekommen. Alles klar. Au, 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 au. Nicht drauf geachtet. So. Jo. Alles klar, würde ich sagen. Das war's erstmal mit Avatar. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao.